Ich habe mich mit anderen Abgeordneten zusammengetan, um wirklich zur Abstimmung zu stellen, auch wie das Entscheidungsrecht der Patientinnen und Patienten gesichert werden kann, wie wir sicherstellen können, dass man selbst quasi die Kontrolle über seine eigenen Gesundheitsdaten hat. Jeder kann nämlich da vielleicht auch anders entscheiden und abwägen. Und ein Thema dabei ist, wenn wir eine Wahlmöglichkeit geben wollen, wie gestalten wir die so aus, dass sie wirklich auch für alle funktioniert, auch für Menschen, die sich vielleicht technisch nicht auskennen oder nicht so viel Zeit haben. Und unser Vorschlag dabei ist, dass jede Patientin, jeder Patient zumindest einmal auch mündlich gefragt werden soll. Zumindest beim Arzt dann gefragt werden soll, wollen Sie tatsächlich widersprechen? Das heißt, wenn man schon auf ein Widerspruchsrecht sich beschränken will, dann zumindest mal nachfragen. Was denkst du, welches Verfahren könnte wirklich funktionieren in der Praxis? Also letztlich geht es uns ja darum, den Patienten wieder zu ermächtigen, die Datenhoheit in eigenen Händen zu haben. Wenn wir jetzt nur ermöglichen, zu widersprechen, indem der Patient selber aktiv wird, weil es viele Menschen entweder nicht wissen, nicht mitbekommen oder nicht hinbekommen. Deshalb wäre es für mich wichtig, dass tatsächlich, wie du gesagt hast, gefragt wird, dass ich in meiner Arztpraxis des Vertrauens, vielleicht beim Hausarzt, tatsächlich aktiv zustimmen muss. Also Opt-in, nicht Opt-out wäre das Richtige. Dass der Arzt mich fragt, darf ich grundsätzlich die Daten oder die Daten dieser Behandlung in den allgemeinen europäischen Datenraum hineingeben oder bleibt es lokal in der Praxis? Dass man dann wirklich per Unterschrift tatsächlich auch sagt, es ist in Ordnung oder ich möchte das nicht. Vielleicht sage ich, ich möchte gerne Daten spenden, weil ich den Forschungsansatz unterstütze, aber vielleicht nicht mit den Daten von meinem Psychologen zum Beispiel. Dass man sagt, man kann eben einzelne Ärzte auch ausnehmen und Informationen. Und da ist es sehr wichtig, einen niederschwelligen Zugang einfach zu bieten, der für jeden auch einfach umzusetzen ist, ohne große technische Kenntnisse.